Jeden Sonntag setzen wir uns an diesen Tisch und tun so, als wäre unsere kleine Welt noch heil. Vergraben unsere Sorgen irgendwo zwischen dem nächsten Bier, einem miesen Blatt und einer dieser verträumten Geschichten aus einer Zeit, in der alles noch in Ordnung war. Dann erheben wir uns ein wenig ärmer oder reicher, raffen unsere Mäntel und treten hinaus in diesen Regen aus Scheiße. Ich bin Schriftsteller. Nur meine Muse, die hat mich verlassen. Letztes Jahr hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen, einfach so. Kein Lebwohl, kein du mieses Arschloch. Noch nicht mal ein kleiner Rest ihres Parfums in dem Fläschchen, das immer noch als trauriges Zeugnis meiner Schande im Badezimmer steht und mich grinsend verhöhnt. Nein, kein Abschied. Nur eine schmutzige Socke hat sie da gelassen. Und in wirklich einsamen Nächten habe ich daran gerochen. Seitdem ist mein Buch wie Schubert siebte. Genial, aber unvollendet. Doch diese paar Verrückten hier, die sind Gold wert. Liefern mir Stoff, den nur das Leben schreiben kann. Jeder hat mir seine Geschichte erzählt und ich war bereit, loszulegen. Wollte nur noch einen letzten Abend der Inspiration in dieser Runde verbringen, als ich dann ein geradezu köstliches Szenario zu formen begann. Heute trat ein neuer Mann in unsere Runde. Und alles an ihm stank nach Geld. Der maßgeschneiderte Anzug, die teuren Schuhe und dieser selbstgefällige Blick, der mir sagte, dass wir für ihn nicht mehr wert sind als die Plastikkappen auf seinen Schnürsenkelspitzen. Nützlich, aber entbehrlich. Wir wollten es ihm so richtig zeigen, ihm das Geld aus der Tasche ziehen, ihn demütigen. Doch es funktionierte nicht. Er verlor zwar jedes Spiel, verlor sein Geld, aber nie die Ruhe. Die Niederlage war ihm egal. Mehr noch, sie weckte eine Leidenschaft, deren grausame Züge wir nicht erahnen konnten. Er hatte die Kontrolle. Ratet mal, was wir jetzt spielen. Jetzt bist du pleite. Meine Herren, wie wäre es mit einem anderen Spiel? Natürlich müssten wir die Einsätze etwas erhöhen. Um den Abend, sagen wir, etwas interessanter zu gestalten. Mein Einsatz wäre 1 Million. Was? Bist du noch ganz dicht? Wir haben keine Million. Alter Spinner. Natürlich haben Sie keine Million. Aber Sie haben gewiss etwas, das Ihnen genauso viel wert ist. Ihr Leben. Und das mir so viel wert ist. Ihr Tod. Nun, Sie werden sich fragen, warum, meine Herren? Schaue gerne zu. Ihr Leben für 1 Million. Der letzte, der übrig bleibt, ist ein reicher Mann. Russisches Roulette. Das ist doch Irrsinn. Sie sind ja krank. Marvin, komm, wir gehen. Ich muss bleiben. Sag mal, hast du den Verstand verloren? Es geht um 1 Million. 1 Million, Bernie. Ich hätte ausgesorgt. Ich
könnte Melanie endlich wiedersehen. Und die ganze Scheiße hätte ein Ende. Ja, du hast recht. Die ganze Scheiße hätte ein Ende. Und zwar mit einem lauten Knall. Marvin, du wirst draufgehen. Marvin, ich bitte dich. Denk doch mal nach. Ich bleibe. Bernie hat nur eine Sorge. Und zwar Marvin. Die beiden kennen sich schon länger, als sie denken können. Sie waren wie Brüder, haben alles miteinander geteilt. Freude, Schmerz, Frauen. Aber die Zeit ist ein heimtückischer Begleiter, ein grausamer Bildhauer. Und wir sind nur Steinblöcke. Menschen verändern sich. Meine Herren, will noch jemand den Raum verlassen? Niemand? Dann lasst uns spielen. Einer wie Sie, Wolf, wird doch sicherlich keine Angst haben, das Spiel zu eröffnen. Ich habe keine Angst. Der Wolf, der böse Wolf. Warum hast du so ein großes Maul? Könnte man Worte riechen, würde der ganze Raum stinken, geschwängert vom Duft seiner Gehirnfürze. Marvin hält sich an dieser Kette fest, als wäre sie der Anker, der ihn ans Leben bindet. Das Bild seiner verlorenen Tochter gibt ihm mehr als den Mut, den man aufbringen muss, um sich die Waffe an die Schläfe zu setzen und abzudrücken. Es gibt ihm Hoffnung. Ich bin an der Reihe. Wenn ich abdrücke und sich ein Schuss löst, werde ich zum tragischen Helden einer Geschichte, die nie geschrieben wird. Doch der Wunsch, das Grande Finale zu sehen, lastet schwerer auf meiner Seele als der Revolver in meiner Hand. Ich habe Angst. Als mir meine Muse befohlen hatte, sie auf dem Boden der Bahnhofshalle zu besorgen, hatte ich auch Angst. Doch auf diesen Höhepunkt kann ich verzichten. Die Nutte sieht mich fordernd an, kann es nicht erwarten zu sehen, wie eine Kugel durch mein Gehirn spaziert. Wenn ich den Revolver im richtigen Winkel ansetze, könnte ich ihm vielleicht einen Platz neben meinem auf der Fährfahrt über den Styx reservieren. In seinem Buch Das Bildnis des Dorian Gray schrieb Oscar Wilde, die Zigarette sei der Inbegriff vollendeten Genusses. Sie wäre köstlich und ließ einen dennoch unbefriedigt zurück. Ich hielt mich immer für unempfindlich gegen Suggestionen, doch wenn ich diesen Revolver hier sehe... Ich bin noch am Leben. Meine Lunge brennt. Zigaretten sind nichts für mich. Wolf ist ein armes Würstchen, das seine Unsicherheit hinter einem Netz verworrener Lügengeschichten und einer dunklen Sonnenbrille versteckt. Wolf gewinnt jede Schlägerei. Wolf bekommt auch jedes Mädchen. Wenn er spricht, hören wir zu, lassen uns berieseln, sehen uns gegenseitig fragend an, schütteln den Kopf und trinken unser Bier. Seine Maske ist zerbrochen. Marvin zerbricht daran, seine Tochter nicht mehr sehen zu dürfen. Seine Wohnung ist ein Schrein wild gewordener Erinnerungen. Jede Wand zeigt Bilder eines Kindes, dessen strahlendes Lächeln selbst den drakonischen Kriegsführer besänftigen würde. Doch Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Gegen einen richterlichen Beschluss ist selbst der liebevollste Vater machtlos. Marvin glaubt, er könnte sich mit dem Geld sein Leben zurückkaufen, den Richter überzeugen. Glück ist nicht käuflich. Hätte man alles Geld der Welt, könnte man seine Fehler nicht ungeschehen machen. Hoffnung stirbt nie zuletzt.
und nie allein. Ich hab's mir anders überlegt. Ich gehe. Bitte. Marvin ist tot. Er hat seine Ketten gelöst. Ich hatte ihn gern. Jetzt ist es an mir, am Rad des Schicksals zu drehen. Ich bin gerade nicht in Stimmung zu sterben. Ob das Schicksal in Stimmung ist, mich zu töten, ist eine andere Frage. Soll eine so banale Bewegung wie das Zucken meines Zeigefingers tatsächlich meine letzte Handlung sein? Ich möchte vorher gerne noch aufs Klo. Vielleicht hatte Wolf ja den gleichen Gedanken. Ich will nicht sterben. Wolf ist am Ende. Ihn sterben zu sehen, ist die letzte Konsequenz meiner Entscheidung, an diesem makabren Spiel teilzunehmen. Ich freue mich nicht darauf. Am Ende darf nur einer übrig sein. Wolf ist noch am Leben. Und ich bin es auch. Wessen Leben wiegt schwerer? Es ist bedeutungslos. Der Revolver hat kein Gewissen. Er wird es nicht entscheiden. Der Wahnsinn meiner Handlung ist ein blutiger Spiegel meiner tiefsten Begierden. Es gibt kein Zurück. Ich kann nicht einfach aufstehen und gehen. Ich will es nicht. Leidenschaften, Ideale, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, um etwas zu hinterlassen, das länger besteht als das eigene Leben?